All right, come on. Just walk on out here. We don't want to kill you. My oh we just want to rob your boss. Get on up there. Search that train. Ich hätte die Leichen durchsuchen sollen. Und ich will meinen Hut wieder haben. Ich will meinen verdammten Hut wieder haben. Ich kaufe. Ja, jetzt. Hä? Geh doch mal hoch. Look at this place. It's like a palace. Well, now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. You're just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. He's keen. I'll give you that. Okay, Brief an Ölgesellschaft. See if we can get this open. Hier, ich nehme mal eine Zigarre, Platin-Taschenuhr, das ist doch super. Alles mit, kann ich später alles verkaufen. Getting there. Noch ein Brief. Wenn die dauernd reden, kann ich halt nicht vorlesen, ne? Das wollte ich nochmal kurz sagen. Lesen. Brief von Archibald James an Leviticus Cornwall. Der Baugesellschaft, das Kohlegeschäft, das scheiße hier von Öl. Just a pile of papers. Bonds? I don't think so. Ach so, vielleicht sollten wir mal. Make yourself useful. At least we all know you can read. Give me those. So, nehmen guter Brandy, komm. Railroad contracts, invoices, blah blah blah. You got anything? Not really. Sugar imports from the Spanish West Indies. A lot of sugar. Some fancy new boat he's ordered from Europe. Schrank durchsuchen. Was haben wir denn da? Eine Schatulle. Ja, gucke mal. Vielleicht. Jetzt lass mich doch mal den Rest durchsuchen, Mann. Macht nicht immer so viel Panik. Ah, die setzt mich immer unter Druck. Kehre zur Bande zu. Ja, erstens mein Hut und zweitens mein guter Brandy. Warum nehmen die sich nichts mit hier? Verdammt, mein Hut. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride! Scheiße. Kümmere dich um die Wachen. Zielen, wir bedrohen mal. Okay, get on the train, quick, all of you. Any bright ideas, I kill all three. So behave. Come on, move. We won't tell a soul, I swear. Go on. So. Okay, der Chat ist sich ziemlich einig. I hear so much as a footstep from this car. You'll end up like all your friends out here. Der Chat ist sich sehr einig, dass ich alle töten soll. Es. Jetzt ist hier der Chat einig, dass ich nicht töten soll. Aber das sind Zeugen, Mann, das sind Zeugen. Wir müssen dreckige Ganoven sein. Ihr dürft, ne, also normalerweise appelliere ich immer an eure Menschlichkeit und ihr wisst das, aber das sind Zeugen. Und die wissen, wer wir sind. Die verpfeifen uns, ich will's nur sagen. Das ist keine normale Situation. Wir sind die Bösen hier gerade. Und wenn wir das nicht tun... Okay, ich höre auf den Chat. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wenn ich ehrlich bin.
So. Aber ein bisschen plündern können wir ja. So. Gut. Da hinten sind auch noch welche. Ich sammle erstmal ein bisschen Munition und sowas auf, weil die werden wir ja auch brauchen. So. Gut. Jetzt sagen alle, ich soll die töten. Ich sind ja wenigstens auf euch schieben. Da bin ich wieder. Ich brauchte nur mal frische Luft. Ah, tut mir leid, Jungs. Ihr sagt aber wirklich nichts, ne? Sonst passiert euch das gleich wie eurem Kumpel. Du sagst wirklich nichts, ne? Sonst passiert das gleich wie deinem Kumpel. So. Guckt euch das mal an, der schöne Teppich. Da habt ihr was Schönes angerichtet. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. So. Okay, hier aufheben. Ne, ich will looten natürlich. Plündern, guck mal. So. Wir sind dreckige Banditen. Das darf man nicht vergessen. So. Vor allem, wir haben schon von irgendwie so ein halbes Dutzend oder, nee, zwei Dutzend Leute umgebracht, weißt du? So. Und genau, und hier sieht man jetzt, wie ich halt wirklich bin. Das kann man jetzt endlich feststellen bei diesem Let's Play. Nach 8 Jahren fällt jetzt meine Maske. So. Den Zug starten wir auch gleich wieder. Ich will hier nur mal ganz kurz eben, ne, also den Zug machen wir gleich wieder. Jetzt nutze ich die Zeit. Erstmal hole ich den Hut und außerdem die ganze Munition. So. Im Zug selber, ich meine, in dem Raum haben wir alles geholt. Da vorne ist aber noch ein Waggon. Hier liegt noch einer, alles klar. So. Keine Sorge, ich mache dann irgendwann wieder Spendenstream und tu wieder auf nett, weißt du? Genau, und außerdem sind wir hier in Amerika. Da laufen die Dinge anders. Wieso komme ich hier nicht rein? Ah, doch. Okay, was haben wir denn hier? Angebrochenes Wundertonikum. Das leuchtet hier zwar ein bisschen, aber... Guck mal, da liegt auch noch irgendwas. Das ist aber eine offene Thunfischdose. Die brauche ich nicht. Eine alte Zeitung. So. Hier liegt noch jemand. Alles klar. Eine Wache. Ich habe keine Ahnung, wie die hier hingekommen ist. So. Haben wir hier noch was? Warum durchsucht ihr denn nicht die Kisten? Mann. Wir brauchen Lebensmittel. Wir brauchen Vorräte. So. Ich glaube, unser Hotel Hü kommt uns hinterher, ne? Kann das sein? So, das wäre der Ring mit Emblem. So. Gut, das nehmen wir auch noch mit. Hotte Hü kommt hinterher, das finde ich sehr gut. Und irgendwo hier muss noch mein Hut liegen. Ach, den hat man schon. So, ich muss nicht unbedingt alle looten, aber meinen Hut hätte ich schon gerne. Ich weiß aber nicht, ob ich den hier irgendwo finde. Weiß jemand, wo ich den verloren habe? Ach, der ist bestimmt auf dem Zug, oder? Jetzt. Okay. Na gut, Brauner. Wir müssen eh den Zug starten. Bleib ein bisschen weg von den Gleisen. Okay. So. Nein, nicht automatisch Pferd rufen. Wir sind noch nicht fertig. Nein, der Hut! Du kannst nicht automatisch aufsteigen! Der Hut! Der Hut! Der hat den Hut nicht genommen! Okay, ich muss nochmal neu anfangen. Ich fange das Spiel nochmal neu an. Beim Hut hört's auf.
ganz ehrlich, also, ne. Weißt du, drei unschuldige Geiseln töten, okay, aber beim Hut hört's auf. Und beim Ladebildschirm. Jetzt. Put that book away and go help. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. Hoot? We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Und ich glaube, jetzt kommen wir aus dem Schneegebiet. Right up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me? With the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Felsen. So, wir lenken jetzt den Karawanenwagen. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ich bin wahrscheinlich... Ja, Mann, ich bin schon dabei. Ja. Das war ich jetzt aber nicht. Okay, let's take a look. You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going on? I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. Tut mir leid, ich hab halt einfach einen ruppigen Fahrstil. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. I'll say less. Alles klar. Pick the wheel up. Ja. Das ist massiv. So. So. Und so. Da sitzt wie eine Eins. See? You ain't so useless after all. Not quite. So, ich schraub's mal ein bisschen fester jetzt. So. Da geht's nicht. What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Kann man Indianer looten? Ach, haben die Amis auch schon gemacht. Alles klar. So. Not too far now. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left, inland. Go on. Why are we so far behind? So, yes. The Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to.
Good farming and grazing country, they lost it all. Stolen clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our blockheaded driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just because it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. All life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. We still heading the right way? That depends. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we plan? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. Driscoll's? Probably them too. Pinkerton's? Let's hope not. And this place we're going. Wait, what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low? It'll do for now. How low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so... Well, I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. I do. What are you working on there, anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Oh, okay. Thank you. Ja. Yeah. Juhu, endlich Kräuter. Was hilft mir, meine Kerne wieder aufzufüllen? Ja, Mann, meine Kerne. 16 Kerne muss ich alle wieder auffüllen. Und ich kann Blumen pflücken. Genau mein Game. Und wir haben noch gar nicht richtig angefangen, weil bis jetzt hat man dann nur... Es war ja alles nur... Eigentlich nur Tutorial-Story. Und ich glaube, wenn wir jetzt da ankommen, im Horseshoe Camp, dann fängt es auch richtig an mit Open World. So. Müssen wir hier lang? Jo. Na also. Dieses Symbol auf der Map, ne? Auf das wir da gerade zufahren, das sieht aus wie ein Indianercamp und nicht wie eine Stadt. Also sieht aus wie ein Tipi oder ein, also eine Zelt oder irgendwas.
Ah, okay, das ist gar nicht das Ende des Weges, glaube ich. Halt. Ja, aber Chat gelesen. Und natürlich machen wir 7 Folgen Blumenpflücken, ist doch klar. Ich muss ja meinen Rekord aus Horizon Zero Dawn wieder brechen. There you are, brother. Head in there. Just follow the track for a bit. Thanks. Was? Hey, slow up. I'll jump on. Wer? Ach, da. Boah. Okay, let's go. Ah, ist schon nice. Okay. Any trouble getting in here, Javier? Nope. It went well. This is a good spot. Excellent. I think this will work for us, Arthur. For now, anyway. Hier ist ein Weg? Ich nehme an, das hier ist nicht so... Das ist der Weg? What the fuck? Ernsthaft, hier soll ich lang? Ganz kurz, Leuten, die denen die Konsolengrafik nicht gefällt, möchte ich 2 Dinge mitgeben. Erstens, die PC-Version kommt bestimmt auch irgendwann. Da muss man halt ein bisschen länger warten. Das ist auch okay. Wartet halt gerne so lange. Und zweitens, wie man auf dem Niveau jammern kann, also wenn man da keine anderen Probleme im Leben hat, dann geht es euch ein bisschen zu gut. Nicht böse gemeint. Aber streckenweise sieht das echt wunderschön aus. You weren't wrong, Hosea. This place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were onto something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck. East of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the West. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again, head out around them, be west of Uncle Sam, in a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And we need food. Real food, that means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well... We can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Kapitel 2. Horseshoe Overlook. Und ich
Ich habe gedacht, es wäre eine Stadt, aber es ist ein kleines Camp. Ein paar Wochen später. Got off the mountain, rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more. I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that whole mess. Arthur? Jose? Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. So, eine Sache noch ganz kurz zur Grafik. Ihr müsst bedenken, ihr guckt auch gerade einen Stream. Auf YouTube wird das später natürlich ein bisschen anders aussehen. Und es gibt noch die Xbox-Version. Die kriegt noch einen 4K-Patch extra hinterhergeschoben, wegen dem nativen 4K bei der Xbox One. Das gibt's auch als Alternative. Und ich glaube, der 4K-Patch soll direkt zur Release schon bereitstehen, genau wie der Day-One-Patch. Soll aber noch einige Gigabytchen mit sich bringen. Was going on? Nothing. Nothing at all. For the first time in weeks, nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Ciao. So, First Person. Und ich schaue noch mal ganz kurz eben. Da wollte ich gar nicht rein. Ich muss, glaube ich, gedrückt halten. Ach, Mann. Das habe ich die ganze Zeit auf Xbox gespielt, monatelang. So, von wo nach wo sind wir denn gezogen? Wir sind jetzt... Oh Gott. Oh, wei, 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 oh, wei. Ja, also ein bisschen was zum Erforschen haben wir noch. Die Frage ist, dürfen wir jetzt überall hin? Ich hoffe ja. So, Reverend Swanson. Oh, warte mal, mal gucken, was wir da haben. Da können wir mit Leuten reden. Hallo? Hosea hat ja gesagt, dass Swanson unten beim Bahnhof am See etwas gefunden hat. Okay, hier ist das Camp. Hier können wir schon mal mit jemandem reden. Spieler. Ankel. Wir sollen mit Ankel. Ankel möchte mit uns sprechen. Okay, dann sprechen wir mit Ankel. Können wir denen vielleicht Info verbergen? Index. Wegpunkt geht nicht. Wir haben Ankel, glaube ich, auf der Minimap, ne? Ja, der ist nicht so weit weg. Dann können wir da mal ganz kurz hin. Das ist bestimmt Uncle Jo. Wo ist er denn? Da ist er. Hey, Uncle. Wecken. Au! 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 Careful not to work yourself to death there, Uncle. I was thinking. Yeah, does it pay well? Eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Hey, you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. Oh. You gonna take the old man into town? Can take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? 3 young, healthy women want you to take them a robin. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on, then. I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Very embodiment of civilization.
You ladies are gonna love it. Okay, then. Let's go. All right. Out through the trees here, then take a left. Ich wollte einfach mal ein bisschen peinliche Stille machen. So. Okay, fahren wir mal. So. Das war gerade so eine Aufbruchstimmung. Ich wollte das einfach mal unterbrechen. Es tut mir leid. Ja, los geht's, los geht's. Das ist richtig unangenehm einfach. Ach, schön. So. Dann düsen wir mal. Ah, ist das schön. Was, du Assi? Hä? Ich weiß gar nicht warum. So. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Hier links. Eigentlich wollte ich beim Camp gerade ein bisschen. Ich wollte beim Camp gerade so ein bisschen. Oh. Oh, die Damen singen, cool. Okay, komm, wir fahren schneller. Oh. Hier ist wahrscheinlich die Autobahn. Oh, der ist voll besoffen. Oh. Oh, lass mich raten, der Händler. Is one of you gonna get that fella's horse? Oh, I got lumbago. It's very serious. Tilly, helfen, nicht helfen. Ja, kann man. All right, I'll see what's going on. Go on. He's an old man. Ich frag mal. Lumbago, really? You all right there, friend? Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back from over there, could you? Das kriegen wir schon hin. Sure, no problem. Thanks. It's the white one over there. Okay. Ich glaube nicht, dass das ein Hinterhalt ist. Also dafür war das schon zu läppsch. Ich hoffe nur, wir kommen über die Gleise, ohne überfahren zu werden. Das wäre ganz gut. Also wenn jetzt ein Zug... Wo ist denn... Wo ist das Weiß? Da hinten. Wow, easy. 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 It's okay. Whoa. Ruhig, Kleiner. Good girl. Ja, brav. Yeah, there, you got it. Well done, Arthur. Na, dann kann man mit. Jetzt kommt der Zug. Okay. So, ich hab's gelernt bei Abenteuer auf dem Reiterhof. Here. Here you go. You're a gentleman, sir. A gentleman. No, not really. I was just trying to impress the women. Well, anyway, thank you. Alles klar. Steig auf den Wagen. Jeden Tag eine gute Tat. Und jetzt tötet man den alten Mann und klaut seine Karre. Das war der Plan von Anfang an. Come on, let's go. To Valentine. So. You're turning into a regular old fairy godmother there, Arthur. What's that supposed to mean? It means you got a heart. A small one, perhaps, hidden deep inside, but a real one. And you haven't, your pulse of old lizard. Well, lizards have hearts. Well, Arthur, I'm da kommt dazu. To be honest, if you lot hadn't been here, I probably would have robbed him. Well, you didn't. Wir hätten ihn auch überfallen können, ne? Also hätten wir machen können, aber ich habe gedacht, mach ich mal nicht. Ausnahmsweise. Auch wenn wir dreckige Banditen sind. Tag. Hat er gerade auch Tag gesagt? Woo!
Smell those sheep. Or is that uncle? So very funny. Ich dachte, das wäre Stadt. A decent little town. Other people, finally. Look at all that snow on the mountains. Sure don't want to be back up there. You think we should have asked Molly to come with us? Oh, no. Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us. Or to do any real work. She's a society lady now. Okay. Take a good look around, ladies. Let's see what we got here. Go left here, down the main street. Ja, Vorsicht, das ist der Sheriff. There's always on the right. Sure you can pick up some bounties there, Arthur. Heaven forbid you put your head on the line. Yeah, that's a young man's game. Ooh, yes. We can get up to some mischief here, all right. Just remember, keep a low profile. Will you remember that, though, Arthur? Probably not. Let's park up down the end there, near the stables. Alles klar. Boah, also ich bin ganz ehrlich, die Stadt sieht... Es ist auf jeden Fall die beste Westernstadt, die ich bis jetzt in einem Game gesehen habe. You got a problem or something? Ich parke hier gerade, Kollege. Alright, here we are, just like I said. The cultural center of civilization. Man at his finest. Uncle, what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. We'll start at the saloon. Okay, just stay out of trouble and don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. So. So that's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm. Then rats with the plague. Then you. Shut up. This is the place now. Come on. Ah klar, rein geht's. Morning. $170. So, what do you need? Hell, a drop of whiskey for a start. You know, something to pass the time while we're waiting on the women. Always thinking ahead, ain't you? You're looking a bit tired there, Arthur. Why don't you pick up some coffee while we're here? Let me know if you have any questions, fellas. Whiskey's on the top shelf, nearest the door. Ja, wir brauchen Nahrung, wir brauchen ja eigentlich alles fürs Lager, ne? Wie sieht's denn aus mit Käse? Ladenbesitzer erstmal hier, verkaufen, Katalog durchblättern. Ich blätter mal den Katalog durch. Wir haben $170. So. Vorräte, Arzneien, Munition, Jagd- und Angelzubehör, Pferdepflege, Kleidung. Oh Gott. So. Wheeler, Ross and Groggery, Dry Goods Department. The so, you're actually buying for once? Are you feeling all right? Ja. See this? Young folk got no respect for their elders no more. What do you reckon? A lamb or a sausage? Well, this here's a sheep town. The lamb's the best in the state. Now I know what the smell is. Ausverkauft. Well, that's a ripe cheese, all right. Ausverkauft, komm. Ich hau mal ein bisschen was zu essen für zu Hause, ne? Ich weiß nicht genau, ob das ein bisschen Unterschied macht. Pineapple. Alles ausverkauft. Wir kaufen alles fürs Lager. All done. Thank you kindly. Oder ist das dann für mich? This should do the trick. Yep, that's fine whiskey. Ehrlich gesagt, viel haben die jetzt aber nicht, ne? That should do us. Let's go wait for the mouth side. Oh, warte mal. Bevor jetzt frische Lebensmittel trocken. Ich guck mal bei Trockenware. Klassische Haferplätzchen sind leider gerade ausverkauft. Brötchen. Oh, Brötchen. Geil. Kaufen. So, ich blätter mal ganz kurz um. Mal schauen. Guter Brandy, ganz ehrlich, das loot ich lieber. Also, Alkohol loot ich lieber bei unschuldigen Leuten, zufällig gefallenen Leuten. Schlangenöl, Wundertonikum, Dr. Lasters Pomade. Brauche ich das? Wird zum Zurückkämmen der Frisur benutzt. Weißt du was, ich kaufe das einfach mal, just for fun. Kautabak, Kokain-Kaugummi. Stellt deine Ausdauer komplett wieder her und verstärkt sie ein wenig. Fügt dem Kern deiner Ausdauer ein wenig Schaden zu. Das gute alte Kokain-Kaugummi. Wer kennt das nicht? So.
Pistolenmunition brauchen wir momentan, glaube ich, nicht. Ich hoffe, wir haben genug. We make friends. Pfeile können wir vielleicht immer gebrauchen. 20, hier, 5 Pfeile. Ich frisch die Pfeile mal ein bisschen auf für die Jagd. 5, ein Slot von 5 lasse ich mal, falls wir was finden. So, lebendige Grillen. Ach, das Angelzubehör, das ist noch gelockt gerade. Eine Taschenuhr. Was bringt die denn? Zeigt die alle aktuelle Uhrzeit? 15:50. Das ist mir ehrlich gesagt momentan zu heikel. Ich weiß nicht, ob wir die unbedingt brauchen. Benutze den Perkulator in deinem Lager, um Kaffee aufzubrühen. Waffenöl. Raubtierköder. Damit können wir Wölfe anlocken, glaube ich. Falls wir die essen wollen. Die Frage ist... Eine Kaffeemaschine fürs... Komm, eine Kaffeemaschine. Fürs Camp. Fürs Team. Alles fürs Team. Pferdearznei. Das Pferd hält durch. Pferdearznei ist ganz schön teuer. Outfits, Kopfbedeckung. Wir blättern mal ein bisschen durch. Vaquero for those that ride hell for leather. $85. Leider teuer. $113. Dollar. Valentine, named after the hard living Midwestern town. Clermont, custom tailored apparel of distinction. $92. Alles noch sehr teuer. Werden wir später machen. Hüte. Ja, nice. Hüte kriegen wir später also wieder neue. Plantagenhut, Pirscherhut, Militärkundschafterhut, abgegriffene Schiebermütze. Vielleicht nicht so gut. Ein Westernhut, den haben wir, glaube ich, gerade, oder? Ich weiß es nicht. Ein Kavalierhut. Wir können uns später... Ich spare momentan mal ein bisschen. Eigentlich müsste ich ein Derby kaufen wegen Bud Spencer, aber ich lasse es mal gerade. Das mache ich, wenn wir mal zugenommen haben. Staubmantel, klassischer Frack. Okay. Klassischer Gehrock, Speerjacke, Wanderjacke. Also, wollen wir uns eine neue Klamotte kaufen? Ich meine, wir haben ein bisschen Geld, haben wir. Die ist eigentlich fürs Camp. Klassischer Frack. Ich würde gerne ein Gentleman-Verbrecher sein, wenn das für euch okay ist. Ja. Ja. Ich meine, sparen, ja, aber wir haben gerade Wertpapiere geklaut. Gefunden. Klassischer Frack für 10,50, das geht doch, oder? Staubmantel 12,50, das ist teuer. 18,50, 19,50. Aber ein klassischer Frack ist das billigste eigentlich. Komm, für $10. Oh. Ja, sieht auch nicht so gut aus. Okay. Wir können uns die Sachen aber schon mal angucken. Das ist ganz gut. Das ist der Staubmantel. Ja, der sieht auch relativ neu aus. Ich kann mir vorstellen, dass er später nicht mehr so gut aussieht. Ein klassischer Gehrock. Ja, nice. Ja, der gefällt mir. So ein bisschen heller ruhig. Rot geht natürlich auch, aber ist so Signalfarbe. Das geht natürlich auch. Lange Mantel gefällt mir auch sehr gut. Wanderjacke. Flintenmantel. Wir müssen natürlich gucken, dass es jetzt zum Wetter hier unten passt, glaube ich. Der ist mir... Ja, nee. Ja, das überlasse ich Dr. Who. Ganz ehrlich. Noch eine schöne Fliege dazu. Obwohl, das geht. Das sieht so ein bisschen... Ja, das sieht eigentlich nice aus, aber der ist so teuer. Der kostet ein 20. Haben wir noch mehr? Überhemd mit Stehkragen. Alltagsüberhemd. Französisches Anzughemd. Okay, mal gucken, wie das aussieht. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Dieses Haus habe ich mit meinen eigenen Händen gebaut. Das hier haben wir gerade im Besitz. Alles klar. Im Besitz. Lange Unterwäsche. Das ist wahrscheinlich für Winter normalerweise. Oh, oh, Westen. Oh, opulente Weste. Lass mal gucken. Oh. Ja, Alter, dazu ein weißes Hemd, oder? Das geht gar nicht. Ja, ja, kann man schon machen. So eine Weste sieht eigentlich ganz cool aus. Wir müssen ja auch was hermachen. Nicht, dass die denken, dass wir arme Schlucker sind. Ne? Hier klassische Weste, Parsley-Weste. Ich weiß nicht, was das ist. Ihr dürft jetzt natürlich nicht an moderne Bekleidung denken. Ihr müsst schon an alte Klamotten denken, ne? So. Opulente Weste, $14. Okay, komm. Ich würde fast die hier nehmen, eigentlich. Die sieht schon sehr elegant aus. Aber vielleicht sparen wir erstmal vorsichtshalber wegen den Vorräten. Erstmal gucken, ob wir uns das leisten können. Ich würde gerne, aber vielleicht, wir haben es ja jetzt gesehen, vielleicht sparen wir erstmal ein bisschen. Stiefel, auch noch wichtig. Wir werden der richtige Gentleman-Verbrecher sein. So machen wir's. Schützenhandschuhe, Reithandschuhe, Hosenträger. Ja, hallo. Nice.
Jupp, das kommt alles wieder. Kneller Sporen. Sporen gibt's ja auch. Reitsporen. Ich bin kein Freund von Sporen. Bin ich ganz ehrlich. Na gut. Ich guck nochmal in den Index. Dann schaue ich nochmal ganz kurz nochmal in den Index. So, Jagd- und Angelzubehör. Arzneien. Kaffee wollten wir auch kaufen, ne? So, vergrößern. Ach krass. Ach, wie cool. Kann man hier auch alles schön lesen. Also natürlich mit X kann man es auch direkt lesen. Hair Tonic. So, Schlangenöl. Do not put your dog down. Kokain-Kaugummi $5. Na, zahlst du heute aber mehr für. So, okay. Also man muss einfach sagen, die hatten schon sehr viel. Vorräte haben wir gekauft. Kaffee würde ich gerne noch kaufen. Pulver. Hier kaufen. Gemahlener Kaffee kaufen. All the best, fellas. Dass man hier nicht klauen kann. Ich kaufe noch mehr Kaffee. Also ich kaufe noch mehr Kaffee. So, was haben wir hier? Pomade haben wir schon ein bisschen. Dann machen wir nachher die Haare mal schön zurück. Wir werden ein richtig schmieriger Gentleman-Verbrecher. So, was haben wir hier? Dosenmais. Alles klar, für Tobi. Für Tobi. Ich kann nicht mehr Dosenmais tragen. Alles klar. Guama rum 2,50. Nee, komm, wir haben so viel Alk gefunden. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen werden am Ende. Wir werden natürlich richtig besoffen sein irgendwann. Um die Ausdauer zu healen. Äpfel. Irgendwas hat dir gerade vibriert. Warum hast du vibriert, Gamepad? So, die Frage ist, werden die Äpfel auch schlecht? Wahrscheinlich ja, ne? Geruchstarnungstinktur. Alles klar. Okay, also ich kann im Verzeichnis, kann ich gucken. Ich kann aber auch hier rumlaufen. Klassische Haferplätzchen. 59. Nö. So, gekauft haben wir ja, ne? Muss ich bezahlen bei ihm? Oder habe ich schon bezahlt? Und vor allen Dingen kann ich auch verkaufen. Verkaufen. So, was haben wir denn alles? Verkaufen, Tasche. Kann ich das vielleicht irgendwie auch nach Kategorie sortieren? Da oben. Ah ja, neu. Vorräte, Arzneien, Zutaten, Materialien, Gepäck, Pomade, Leguan-Schuppen-Amulett. Verringert den Schaden, den du auf dem Pferd erleidest, dauert um 10%. Okay. Platin-Taschenuhr. Stimmt, wir haben eine Taschenuhr. Kann ich verkaufen? Behalte ich aber mal. Halstuch, Kamera. Goldenes Gliederarmband. Kann verkauft werden. Kann ich nicht verkaufen. Der Ladenbesitzer akzeptiert das nicht. Arschloch-Ladenbesitzer. Wertpapiere nimmt er nicht. Muss ich in der Bank verkaufen. Okay. Gut. Alles klar. Jede Nahrung außer Konserven wird schlecht. Okay. Gut, dass wir größtenteils Konserven gekauft haben. Oh, here's to your good health, sir. And to being down here off that mountain. Absolutely. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Gentlemen, I think I got something good. What? What? I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, it's right out in their New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? Seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. Wir wollten doch ein Low Profile hier haben. Was ist hier los, Kollege? Entschärfen. Get your hands off her, friend. Who are you? A friend of mine. Get off her. Or what exactly?
You want to find out? You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. I ain't doing this with you. Go away with Uncle and Mary Beth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. Wenn der nochmal wiederkommt, ganz ehrlich, es zuckt schon im linken Zeigefinger. Look after her. I'm gonna go see about Karen in the hotel. Das Hotel. Ist das hier das Hotel? Das sieht sehr hotellig aus. So. Can I help you, sir? I do all I can manage. Are you doing all you can? Wer schreit denn da draußen? Ja, Entschuldigung, ich war gerade eben ganz kurz hier. I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella. Mid-20s, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you, a friend of his? A friend of hers. Guess that's just the way it goes. So. Gut. Oh, die Musik gefällt mir gar nicht. Oh. No trouble now, please. Ich bemühe mich. Ich kann aber nichts versprechen. Ja, ich auch. Hey! Who are you? A friend of hers. Get out of here, buddy. I paid. Ain't paid a hitter, you goddamn animal. Come alles klar, let's go! Oh, nicht so. So nämlich. Arschloch. What the hell are you doing here? Trying to play him. Not very well. You okay? Fine. You sure? Yeah. Nothing to worry about. Just... men, but stupid bastard was boasting about the bank. Huh? Bank? Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Keep investigating. I will. Kann ich hier... ich dachte, ich kann ihn ausrauben. Geh noch raus. Ah, plündern. Da war doch gerade plündern. Alles klar. Let's go. So... 49 Cent. Ja, richtig reicher Bastard. So. Ich finde, wir haben das ganz schön friedlich gelöst. Es ist nichts zu Bruch gegangen, außer der Tür vielleicht. Everything's okay up there? Alles gut. After you. So. Alles gut, meine. This isn't one of those ladies first situations. Okay, können wir uns noch verabschieden? Nein. Na dann, lass ihn abdampfen. Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. All right now. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy, come here for a minute. I saw you. Come here. Come on, get. I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. Yeah. Ein Wort reicht ja. Just borrowing it. Please, you stay away from me. Get back here right now. Oh, wo ist er hin? Ich guck gerade auf dem Radar, aber ich sehe den nicht. Wisst ihr, wo der lang ist? Ich sehe den gerade nicht. Da hinten. Mr. Please, I'm sorry. Come. Yeah. Yeah. Kümmere dich um den Mann. Please, please, Captain. Why are you telling lies about me? No, no, I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now please help me up. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me?
I've got an unfortunate face. Yes, yes, me too. Now please pull me up, please. I'm begging you. Ich gehe das Risiko ein. Come on. Wir haben ihm das Leben gerettet. Er schuldet uns was. Er schuldet uns was. You okay, partner? No. No, I am not. I'm a mess. Well, oh, that shit. You ain't dead. Here is that. Jimmy Brooks. I think it's best for both of us if we pretend this never happened. Well, I agree. You saved my life. You're a good man, and I, here. You want a pen? It's one of them steel ones. Oh. That's very kind of you. But I'm not a good man, Jimmy Brooks. Not usually. You see, I was in Blackwater. I kill people. And maybe I should have killed you. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? I never saw you. Not now, not never. I think we have an understanding. Of course we do. Jimmy Brooks. I will remember that. I've got a good memory. I haven't. I haven't. Not one lick. Not one cent in this here old mind. Come on. Come on. You have a nice day now, sir. Ja. Hat sich viel mehr gelohnt so. Was, in den Rücken schießen? Was? Nein, Mann. Ich finde, das hat sich jetzt viel mehr gelohnt, als wenn wir den jetzt einfach getötet hätten. Also manchmal können wir vielleicht auch mal. So. Wem gehört das Pferd? Wem soll ich es zurückbringen? Ich weiß nicht, wem das gehört. Deine Waffen dann raus. Alles klar. Beim anderen Pferd habe ich meinen Sattel auch nicht. Okay. Und wir haben einen neuen Stift. Das ist auch gut. So. Bestimmt ein Füllfederhalter. Wir müssen hierhin zurück. Alles klar. Also einfach nach Norden. Was ist das denn hier? Eine Aufführung. Oh, eine Reisenlaterne Magica. Oh, cool. Genießt die neuesten Filme? Ja, Entschuldigung, da müssen wir mal hin. Das Pferd bringen wir wieder zurück später. Yep. Cool, dass es geht. Wir haben ein eigenes Pferd. So. Die Aufführung dürfte, das ist glaube ich hier, ne? Okay. Dann gucken wir ganz kurz da rein. So, hau nicht ab, Kleiner. Oh, hello. Can I help you? Ja, guten Tag, mein guter Mann. Karte kaufen? Was läuft denn heute? What do you have playing today? We are showing The Bear today. Der Bär. Na, das ist ja genau unser Film. Ticket, please. Okay, head on in. Tent to your left. So, bester Film auf jeden Fall. Das ist der neue von Marvel. Die Leinwand sieht aber ein bisschen zu modern aus, oder? Können wir hier hinsetzen, bitte? Folks, I'm gonna tell you a morality tale from when our country was young, but the settlers used to tell about the woods of Massachusetts and the creatures that lived there. One summer, a bear was by the stream, and Old Man Wind appeared and said, Bear, I shall blow a mighty cold upon the land. Engorge yourself on fish and meat and go find a den. Then sleep, not for one night, but for 60. Go tell all the animals of the forest what I have told you. Bear was sad because the fish were his friends, and now
He had to eat them, but he knew to do whatever the wind told him. Es bewegt sich. The animals of the forest often teased Bear and said he was slow and lazy and foolish for listening to old man Wind. You're talking to the wind again, eh? Laughed the rabbit. I think Bear has finally taken leave of his senses, said the turtle. And he's getting so rotund that even I could outrun him. I'm smart and quick, said Rabbit. I'll outrun Old Man Wind if he comes a-calling, or you, since you're into eating your friends. The turtle said, if Wind comes, I'll just hide in my shell. Then Bear went and warned Coyote and Possum that they should prepare for a long, cold winter. It's so hot, said the Coyote. There's plenty of time. The lazy Possum said, well, there's an abundance of food. Maybe I'll just store some in my pouch. Even his squirrel friends made fun of Bear. They laughed and laughed and squibbled and squabbled. Chunky needs a nap. Fatty Goody Two-Shoes says what he's told. Bear was very sad. But he was a good bear, and he always did what Old Man Wind told him. He went and found a den, snuggled inside, and fell fast asleep. Bear snored and snored for many days. When he woke up, he saw spring had come. He was very hungry, so he walked outside. As the snow melted, he saw all his friends who hadn't listened frozen and just ready to be eaten. And that's why the bear hibernates. So listen to your elders and do just what you're told. Habt ihr gehört?